denn jetzt der Junge? Wo ist eigentlich Dreads? Ja. Es bleibt nicht viel Zeit. Tja, hoffentlich schafft er es. Ja, hoffentlich schafft er es mal. Ne? Wer bedient die Maschine? Keine Ahnung. Der Hund kaut wieder an den Kabeln. Komm schon, Goggles. Los jetzt. Vergiss die Katze. Nein, die muss auch mit. Noch zurück nach Groß-Ost sein. Die kommt doch auch aus dem anderen Land. Aus dem Land. Oh Gott. Und tschüss, Katze. Bye. Okay. Sind wir wieder zurück? Quick Mind. Wow, das kam gut. Nicht wirklich. Hallo, Goggles. Toll, dass du alles gut überstanden hast. Ja. Ehrlich, ist alles wieder normal. Groß-Ostheim. Es hat sich nichts verändert. Hm. Ich frage mich, ob die Nähe zu Nintendo nicht doch meine Fantasie beflügelt hat. Wahrscheinlich. Wow, was... Wow. Secret of Evermore. Ich glaube, wir haben die Antwort. Endlich sind wir wieder zu Hause. Gerade noch rechtzeitig. Allerdings. Sprichst du alle? Ich glaube auch. Jetzt gehe ich erst einmal zu meiner Frau. Sie müsste inzwischen 63 Jahre alt sein. Ich glaube, ich werde ihn immer mal vermissen. Und ich meine Sahnetorten. Was wird wohl aus Evermore? Wer weiß. Nobody knows. Sag's mich. Jo, Mann, damit sind wir am Ende. Yeah! Fucking finally. Oh Gott, ja. Dramatische Ending. Peter Fries. Ja, der wollte die ganze Zeit nur der Herrscher da sein, deswegen hat er die Dings da so schnell weggeschickt. Genau. Du musst gehen, schnell. Schleiche dich. Ja, nach wie vor gutes Spiel, aber ich hab's echt besser in Erinnerung gehabt, muss ich sagen. Ja, es zieht sich. Ja, es ist auch nicht wirklich so gut designt, also... Ja. Weiß ich nicht. Also, gibt ja viele, die sagen, das Spiel ist unterbewertet. Also, ich finde eigentlich eher das Gegenteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist ja nicht wirklich ein Geheimtipp, dieses Spiel. Nee, nicht wirklich. Naja, ich bin froh, dass wir es hinter uns gebracht haben. Ja. Jetzt können wir sehen uns in einem halben Jahr. Jetzt können wir uns wieder den wichtigen Dingen widmen. Genau. Zum Beispiel. Die Frage nach dem Rubin-Diadem. Genau. Abraham. 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 Ach. Jaul. Au. Besonderen Dank an unsere Familie. Ja. Und natürlich an Dreads und seinen tapferen Hund Goggles. Oh, danke schön. Ende. Ende Gelände. Ja. Da sind wir mal wieder angekommen. Ich glaube, das heißt wohl, dass wir am Ende sind, oder? Ich bin mir nicht sicher. Das heißt Ende. Weiß ich nicht. Heißt Ende Ende oder heißt Ende Ende? Squaresoft Presents! Ein neues Spiel! Yeah. Oh mein Gott! Secret Ending. Secret of Ending. Secret of Ending. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Es war mir ein Volksfest. Gute Nacht. Ui, ui. Ein Volksfest. Boah, Gott. Ja, unsere Meinung zum Spiel kennen ja jetzt alle, denke ich.
Wieso? Bist du da einer Meinung mit mir, oder? Ja, schon relativ. Ich hatte es auch besser in Erinnerung. Und ich hatte es nicht so lange in Erinnerung. Vor allem manche Passagen, eben, wo wir da so in den Tunnels herumgeirrt sind, ja. So, das war eigentlich. Und in der Pyramide, oh mein Gott, die Pyramide. Ja, also diese Tunnel da, die. Das wusste ich halt schon noch, dass das da war. Die Pyramide hatte ich nie so schlimm in Erinnerung, ehrlich gesagt. Aber ja. Ja, weiß ich nicht. Also, nein. Weiß ich nicht, hat irgendwie. Ja, weiß ich nicht, also. Gibt definitiv schlechtere Spiele, aber also zu meinen Favoriten, also wenn ich jetzt so meine Top 20, Top 30 Super Nintendo Spiele aufzählen würde, da wäre das Spiel nicht dabei. Ja, bei mir auch nicht, ehrlich gesagt, ja. Muss ich da ganz ehrlich sagen. Ja, da habt ihr es. Wir haben euer geliebtes Secret of Evermore zerstört. Jetzt hast du uns alle in den Kommentaren. Wir haben es zerlegt, ja. Ja. Ja gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei mir selbst, denn ich habe das alles geschafft, du hast nichts gemacht. Hallo, ich habe dich angefeuert. Ja, nee, war ja nur ein Scherz. Hallo, das ist sicher die schwierigere Aufgabe. Ja, das denke ich auch, also ich weiß, dass Anfeuern schwierig ist. Ich habe es ja bei Terranigma, wenn du in den Städten warst und in dieser Burg ständig versucht. Oh Gott. Und bei Illusion of Time in Angkor Wat. Ja, und natürlich bei Yoshi's Island, bei den Plattformen. Erinnere mich nicht. What you gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Yeah. Oh ja, yeah. Wie wär's mit Illusion of Time? Oh Gott. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Walkthrough, ne? Oh mein Gott. Wir haben es ja gemeinsam auf Englisch nur gespielt. Ba-ba-ba-ba-bam. Da-da-da-da-dam. Wow, Flashback. Das war aber echt ein cooler Walkthrough. Meinst du meinen Solo-Walkthrough? Bei deinem Solo-Walkthrough muss ich immer denken an die Szene am Anfang, wo man mit der Mutter spricht. Und, also im Traum, und sie sagt, was glaubst du, ist dieser Komet oder irgend sowas, genau. Und du sagst das Richtige und sie sagt irgendwie nein, und dann schneidest du am Ende des Spiels nochmal diese Szene rein, keine Ahnung. Ach, du meinst hier, wo du da erfährst, da in Angkor Wat, dass dieser Komet der Ursprung allen Übels ist. Ja. Ja. Ach, stimmt, ja, ich erinnere mich dunkel. Musikstil, oder? Willkommen zu einem neuen Wochen 2019 in der Schule. Das ist Will und Lance und Eric und. Nein, warte mal. Seth, oh ja, ja, eh richtig. Okay, Seth ist der Letzte. Er ist ein Wal oder so. Spoiler-Alarm. Stefan Monster. Ich bin erstaunt. Jetzt läuft die ganze Zeit diese Musik hier und Anni hat nicht angefangen mitzusummen. Ja, ich bin brav. Ich glaube, du musst dich gerade ganz stark zurückhalten. Ja. Ein Jahr ist vergangen, seitdem wir das letzte Mal was aufgenommen haben.
Naja, nicht ganz. Annie und ihre Leute ereilte ein Unglück. Ja, okay. Irgendwie habe ich es zurück auf meinen Kanal geschafft. Ich kann auch immer nicht glauben, dass Annie nicht mehr am Leben ist. Ich bin ein Geist. Wenn ich erwachsen bin, werde ich wie Annie und erforsche die Welt. Ich werde die Welt erobern. Irgendwo treffe ich sie dann. Ja, aber genug davon, bevor die Leute sich jetzt noch zu viele Hoffnungen machen. Das ist schon wieder Spiel. Diesmal blindfolded, bitte. Ja, blindfolded, genau. Das wär's ja mal. Das ist eh Yoshi's Island, geht schon. Zelda. Oh, Super Mario World, das muss ich auch mal wieder spielen. Ja, meinst du Super Mario World Redrawn? Redrawn? Oh, das hat er sogar gespielt. Ja. Du hast sogar in der Geisterwelt dieses extra Level freigespielt. Ja, ich glaube, ich bin noch bestimmt mit Mario schon wieder in der Sternstraße oder in der Spezialwelt sogar schon. Ja, sogar schon bei der Spezialwelt. Oh. Gruselig. Aber gut. Viele Grüße an Sano an dieser Stelle. Ja, deswegen Super Mario World Redrawn, ne? Genau. Ja. Oh yeah, F-Zero. Gute Erinnerung daran. Gefahr. Das war super. Ich glaube, ich spiele rein, aber gleich mal so. Gefahr. Ja, wenn man Safe Stats setzt, sollte man halt auf Pause drücken, ne? Ja. Okay. Ich war immer so schlecht in F-Zero. Oh mein Gott. Gottes Willen, ey. Ich fahr schon wie mein Mitfahrer damals. Der lauthals behauptet hat, er könnte F-Zero besoffen spielen und fährt dann in die erste Wand rein. Über eine Runde hat er geschafft, ey. Ah ja, da war ja was. I remember. Nicht mal eine verfickte Runde schafft er dann. Ich kann das erste Level halbwegs überleben, aber das war's dann. Ja gut, bevor wir jetzt noch eine Tour durch alle Spiele machen. Ich habe geglaubt, das ist die Special-Episode. Hallo? Special-Episode, ach so. Zum Abschluss. Oh yeah, hier. Oh Gott. Mana-Festung, super. Ich das anhand des Bildes einfach sofort erkenne. Oh, ich glaube, das ist der Speicherstand, wo ich mal diesen Cheat probiert habe. Genau, hier habe ich diesen Cheat mal ausprobiert, um das Mana-Schwert zu kriegen. Ah. Und der hat sogar geklappt. Ohne Spaß, ich habe auf dem Handy, halt auf dem Super Nintendo Emulator, und ich habe genau in diesem Raum meinen aktuellsten Safe State. Hör mal. Genau in dem Raum, wo man gegen diese Fledermaus kämpft. Ja, kannst mal sehen, ne? Hier, die Lanze ist 118. Und beim Mädchen das Mana-Schwert 194. Yeah. Überhaupt nicht overpowered. Ne? Beim Jungen ist es natürlich noch stärker mit 214. Das aber ich sehe ich auch zum ersten Mal. Ja, kann man halt auch nur mit einem Cheat. Aber das Mana-Schwert, muss man dann trotzdem den Zauber noch aufmachen? Damit man so große Schaden macht dann? Braucht man nicht, weil das Schwert alleine halt schon ziemlich viel Schaden anrichtet. Yeah. D-Lock. Marie. Mary. Secret of Mana ist einfach immer gut. Ja, also ich persönlich finde ja den zweiten Teil noch besser. Ja, ich muss den jetzt mal dann tackeln. Ja, oh, Kack. Sagt er da Kack? Das war das Breaking Up. Groove. Ich hab
die Marie genannt? Habe ich eigentlich die Kobolde genannt? Ich hab gar nicht nachgeguckt. Tja. Liar. Aha, who? Can't move. Bla 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 bla. Das einzige an dem Spiel, so die unnötige Love Story hierher. Silence! I'll kill you! Du musst doch nur so schnell vor, damit wir jetzt diese geile Musik hören. Nee, ich will eigentlich nur mal sehen, wie ich die Koboldin genannt habe. Ob ich die etwa Boldi genannt habe. Nein. Natürlich. Boldi. Nicht Boldi. Du hast sogar alle Magie. Nein. So, dafür das alles auf Level 8. Nee, das nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Nee, aber was ist mit dem Boden los? Hä? Der Boden. Der Boden? Also, bei dem Level-Bildschirm. Schaust du nochmal in die Level hinein? So, weil das du. Da steht halt Dumbo, aber ich habe irgendwie zuerst nicht gesehen, dass das. Ich dachte, da steht. Oh, Dumbo. 0,0000 irgendwas genau. Ja, das sieht so aus, wie da Oh, Dumbo stehen. Oh, Dumbo. Oh, Shuriken. On Nimbus Chain. Oh, Great. Oh, Great Eye. Top Sword. Steht sogar richtig dabei. Top Sword, ja. Auch wenn man es eigentlich nicht kriegen kann. Auch relativ kompliziert auszuführen, beinhaltet tatsächlich sogar den Uber-Kater. Das was? Um den Cheat auszuführen, das beinhaltet tatsächlich sogar den Uber-Kater. Ich höre dich irgendwie so leise, wie du bist. Keine Ahnung, du bist nicht so laut. Ja, okay, ich gehe mal raus. Ja, danke schön. Und spiel wieder deine Lieblingsmusik. Ne, ich sagte, um diesen Cheat auszuführen, braucht man tatsächlich den Wucherkater. Ach so, okay. Das ist, am Schicksalsberg den, oder was? Nee, das ist auf der Weihnachtsinsel, da gibt's irgend so einen kleinen Fleck, wo man landen kann, wo man nicht hin sollte. Und da muss man den ansprechen und dann einen neuen Spielstand starten und den Sichelanbeter einmal besiegen. Und wenn man dann von dem den Schwert abkriegt, dann muss man den anderen Spielstand wieder laden und da hat man diesen einen Orb extra dann im Inventar drin und kann das Schwert dann... ja, das habe ich schon mal auf YouTube, glaube ich, gesehen. Nochmal dann aufstufen. Ja. Alles so mittendrin irgendwie. Oh, die Musik. Oh, jedermanns Lieblingslevel. Ach, ne, ich dachte jetzt, das wäre das Meme-Level gewesen. Oh Gott. Ew. Biu. Miau. Oh. Hoppala. Oh Gottes Willen. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Ah, oh Gott, ich sollte das nie wieder spielen. Ja, aber ich meine, bei deinem. Wo du es mit Siege gespielt hast, warst du gut. Ja, oder mit Sanu. Ja. Oh. Die Musik ist einfach so gut in Donkey Kong. Aber es ist so richtig 90er-mäßig irgendwie. Das stimmt. Oh Gott. So,
rechts oben hinten muss gewesen. Oh, okay. Was? Nichts, egal. Ich habe gerade irgendwas mit USB verstanden. Ich habe mir eingebildet, dass rechts oben am Bildschirm irgendwie eine Münze war. So, genau. Um Gottes Willen. Oh, oh. Oh no. Ja, wie ich das wieder gerettet habe. Ja. Wie die Bienen wegfliegen. Oh, komm. Komm, Tein. Was war immer dein Lieblingstiergefährte? Das Rhinoceros. Und das war cool. In späteren Teilen die Spinne. Ich mochte den Strauß. Die Schlange. Ja, stimmt, die war auch nicht schlecht. Dreierteile. Die war cool. Da. Gefällt dir das, wenn ich singe, Kimchi? Er hat mich angeschaut, ich habe gesungen und seine Augen sind so zugegangen, so. Ja, wenn ich das jetzt nicht spiele, dann würden mich alle erschlagen. Genau. Kannst du doch nicht einfach über das Spiel rüber spielen. Ich weiß gar nicht, was ich hier gemacht habe zuletzt. Auf jeden Fall war die Musik abgeschnitten. Ach so, ja. Nee. Hast du dieses Spiel eigentlich jemals mal gespielt? Nee. Boah. Das hat gesessen. Also, vor allem so seelenlos und herzlos. Nee. Also, nee, Metroid Prime hast du mal gespielt, Metroid, ne? Prime, ja. Und ich habe mal angefangen mit... Oh, welcher Teil war das nochmal? Der danach kam einfach. Metroid Prime 2? Wahrscheinlich. Oder Metroid Fusion? War das denn auch ein 3D-Teil, oder? War auch ein 3D-Teil, ja. Wahrscheinlich Metroid Prime 2. Ich glaube, das sind Dark oder so. Nee, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, Metroid Prime war schon cool. Danke immer noch die sehr starke Erinnerungen drin. Brauchst du Hilfe? Bei Super Metroid immer. Ja, die Musik kenne ich auch. Weil das ist genau dieselbe Musik wie in 3D. Oh. Hacker. Wahrscheinlich ein Spiel, was du auswendig kennst, oder? Ich würde mal grob behaupten, in meinem Leben habe ich das bestimmt an die 150, wenn nicht sogar 200 Mal durchgespielt. Wow. Aber nie ernsthaft Speedrunning versucht. Och, Ridley, what's up? Ich finde das so komisch, dass er jetzt ein spielbarer Charakter ist in Super Smash. Ich finde das super. Ja, es ist schon super, aber halt er ist so klein, also. Ja, ist halt der Ridley aus dem NES-Metroid, ne? Der war ja ziemlich klein. Aber ich meine, was sollen sie auch machen? Sollen sie den so groß machen wie die Master Hand, oder? Natürlich! Der hat auch einen sehr befriedigenden Angriff, indem er seinen Gegner mit seinem Schwanz durchstoßen kann. Er lenkt sich eigentlich ganz gut, also ich spiele eigentlich ganz gerne. Ja. Weil ich mag schnelle Charaktere, das finde ich. Weil ich finde ihn eigentlich eher langsam. Aber ich. Ja. Aber ja, ich spiele auch relativ gerne mit ihm. Also im Singleplayer-Modus, als ich den da endlich freigeschaltet habe, um ihn dort zu nutzen, habe ich eine ganze Zeit lang mit ihm gespielt. Aber es hat halt, war halt auch erst relativ spät.
Siehst du, das muss ich auch noch weiterspielen. Ich habe die ganze Zeit Grandia gespielt. Schon irgendwie 100 Stunden Spielzeit. So ungefähr. Ich habe zuerst Grandia 1 halt gespielt, bis ungefähr zur Hälfte. Und jetzt, dann habe ich mit 2 angefangen, da bin ich jetzt bei 26 Spielstunden. Aber ich habe nicht mehr viel bis zum Ende. Soweit ich mich erinnern kann. Hast du eigentlich diesen Online-Service von Nintendo? Nein, habe ich nicht. Ah, okay, weil die NES- und Super Nintendo-Spiele kann man auch online zu zweit spielen. Oder habe ich's? Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. Die kannst du ja dann umsonst runterladen. Ah ja, nein, ich hab's noch nicht. Was? Hör auf. Katzen. Was habe ich denn da gemacht? Ah, ich habe genau gespeichert, wo ich verloren habe. Schön. Kannst du das glauben? Ich würde es dir glauben. Hadouken! Spam! 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 Nice! Good job! Oh oh! Willkommen! Nein, Nein! Yo, win! Perfect! Round 2! Oh. Oh, ouch. Tja. Yo, Luth. Perfect. Ja, natürlich, ey. Ja, den Punktumgriff hier. Ja, Gottes Willen, ey. Wenn ich mich von dem noch abzocken lasse. Ja, okay, das mache ich jetzt natürlich alles nur, falls der Siggi noch zuschaut, um ihm Selbstvertrauen zu geben. Wieso? Ja, weil er ziemlich häufig in dem Spiel gegen mich verliert. Ah. Vor allen Dingen beim Abspacken. Ach, Abspacken. Weißt du noch, dass wir Barbie gespielt haben? Ja, nee, das habe ich verdrängt. Weißt du noch, als wir... Da hatten wir auch mal einen Abend, wo wir irgendwie zwischen 5 verschiedenen Spielen hin und her geswitcht haben. Da war eben Barbie und dann irgendein Super-Block, keine Ahnung, wie das hieß. Wow. Ach ja, stimmt, mit dieser kleinen Schleimkugel oder was das war, ja, ne? Ja, ja. Ja, ach, war das nicht da auch, wo du einmal das Star Fox gespielt hast? Genau, gleich auf Star Fox gespielt. Aber blind quasi, weil irgendwie unsere Bildschirme waren asynchron. Hast du mir angesagt oder ich dir, keine Ahnung. Auf jeden Fall immer links, rechts, hoch, runter. Ich glaube, du hast mir angesagt und ich bin einfach blind geflogen. Und hab bis zum Boss im zweiten Level geschafft. Das weiß ich nicht. Jawohl.
Jawohl. You win. Das war meine Katze. Ja, natürlich. Ja, wirklich. Das erste Brrrr war noch ich, aber ich weiß nicht, ob danach das, das bisschen leisere auch gehört hat. Keine ja. Ahnung. Das war meine Katze. So klingt sie immer. Pass noch mal für die Kamera. Jatta! Ist das nicht eigentlich japanisch? Ja, eigentlich schon. Weil Shandi eigentlich aus China kommt. Mhm. Solche Rassisten, ey. Kennen sie überhaupt nicht aus. Oh, das ist jetzt nicht gemacht. Okay. Das kann ich niemals beweisen, dass du das warst. Einfach herrlich, diese Soundeffekte. Ja. Oh, jetzt hat man es vielleicht gehört. Oh Gott. I'm the strongest woman in the world. Um Gottes Willen, ey. Der Musiklose. Oh. Vielleicht die mit den stärksten Beinen in der Welt. Die mit den größten Haardutz. Oh, spanische Vega. Oh yeah. Fuck. Oh-oh. Ich hasse Vega. Nur weil er Spanier ist. Nee, weil der einfach nervt, weil der zu schnell ist. Und der jodelt, wenn er gewinnt. Oh Gott. Aber wenn du nie Street Fighter gespielt hast, dann kennst du ja auch eigentlich gar nicht geiles Theme, oder? Ich kenne schon ein bisschen die Musik von Street Fighter, aber... Jetzt von Smash Brothers, ne? Ja, oder halt wahrscheinlich von damals, von der Hochzeitsfeier, war es nicht vielleicht eins der Lieder, was auf dem Mixtape drauf war. Die Musik wird einfach immer schneller. Oh mein Gott. Nein! Ich Mann! Verfickter Dreckspenner! Oh Mann, das ist bitter. So, jetzt will ich wenigstens noch diesen blöden Sack in die Pfanne hauen. Ja, nimm mal ihn hier. Aber der Name sagt mir irgendwie was. Ja, ist einfach geil, ne? Sonic Boom!
Alex Wu, was? Er sagt eigentlich Sonic Boom. Oh. Scheiße. Oh, der nervt mich. Was? Klettert einfach hoch? Er ist halt der größte Käfigkämpfer seit Iron Fist. Was ist aus dem geworden? Aus ihm wurde ich. Aus ihm wurde ich? Was? Alex Boom! Alex Boom! Alex Boom! Was ist Alex? Alex Boom! Alex! Alex Boom! Alex Boom! Verdammte Scheiße, ey. Jesus. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Schläge. So, dann weiß er vielleicht, beim nächsten Mal sollte er immer mit Vega spielen, aber ich würde ihn trotzdem platt machen. Oh Mann. Was ist das daneben? Also nicht Mega Man, sondern... Super Ghosts and Ghosts. Oh. Sonntag haben wir auch mal gespielt. Ja, echt? Ja. Ich weiß zwar nicht, wir haben es vielleicht nicht aufgenommen, keine Ahnung. Ja, da kann ich mich auch irgendwie gar nicht dran erinnern. Zombies ate my Schnitzel, oh mein Gott. Schnitzel ate my neighbors. Ja, das Reboot. Man stellt sich vor, all diese Zombies hätten Schnitzelköpfe. War auch ein geiles Abspacken. Aber ich glaube, das Abspacken von dir und Siege, wo ich am meisten gelacht habe, war Abspacken mit dem Rohrverleger. Oh Gott, ey. Wo ihr Super Mario Bros. Gespielt habt. Und Siege. Ja. Der darf keine 3 Sekunden spielen und springt in den Abgrund rein. Oh, wenn ich dann denke, ich sehe einfach nur den kleinen Luigi in den Goomba reinlaufen und dann den kleinen Luigi einfach in den Abgrund rein. Das war so geil. Ups. Ups. Ja, egal. Ich denke, das reicht für heute. Sonst wird dieses Video zu lange. Ja, es wird wirklich lange. Ja, vielleicht machen wir ja mal ein separates Abspacken mal wieder oder so. Ja. Auf der Suche nach noch mehr Geld. Genau. Ja gut, dann bedanke ich mich bei dir. Das habe ich nämlich vorhin beim Ende von diesem anderen Spiel, was wir eigentlich gespielt haben, noch gar nicht gemacht. Ja, stimmt. Danke auch an dich. Danke, dass du dabei warst nach so langer Zeit mal wieder. Und ja, ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen und die Zuschauer bestimmt auch nicht. Ja, ja, wird fast egal sein. Bis auf, weiß ich, so 2-3 Leute oder so. Zwei, drei Leute, die ohnehin jetzt nur noch zuschauen. Ja, hi. Hallo an dich. Dann, ja, du bist gemeint. Die dann zuschauen, wenn man in das Video das Wort Abspacken mit reinpacken. Genau. Gebackene Spacken, Abspacken. Ja. Ja, auf jeden Fall vielen Dank an dich. Ich hoffe, du hattest auch ein wenig Spaß. Ja, das schon. Und mit dir doch immer mein Schneidchen. Absolut. Und der olle Mario glaubt, er könnte jetzt meine Spielstände laden und das Spiel selber spielen. Oh Gott. Indem er einfach nur rumsteht. Das ist die Musik, ey. Das hab ich auch vor kurzem gespielt. Nein. Ja, danke und hoffentlich bis bald. Ja, dann sage ich an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, Kick Gaming, und du hast das letzte Wort. Oh, ist schon lange her, dass ich das letzte Wort hatte. Oh, Stress. Tschüss.